Fierbache Loy aus, Amelie, Lisa und Co. hatten keine Chance. Das war wohl nichts. In der ersten Nacht der Rosen der diesjährigen Bachelor-Staffel mussten vier Frauen leer ausgehen und im Anschluss ihre Koffer packen. Die beiden Ex-Kuppelshochkandidatinnen Katja Wiedes, 29, und Evelyn Burdecki haben bei der allerersten Folge ganz genau hingesehen und waren sich einig, darum hatte das Quartett rundum, und Luisa hatte gar keine Chance. Wie die beiden im Promiflash-Interview verrieten, sei für sie die Verteilung der Rosen von Anfang sehr klar. Keine der vier Kandidatinnen habe wirklich Begeisterung beim Bachelor erzeugt. Weder Amelie, die ja eigentlich Evelyns Geheimtipp gewesen wäre, noch Lisa sein Daniels Typ gewesen. Evelyn fügte hinzu, er fand von Anfang an nicht so prickelnd und deshalb war schnell klar, dass sie rausfliegt. Dschungelkämpferin Katja fehlte vor allem die Präsenz bei den Kandidatinnen. Die Latina wies auf die Nervosität der Messi-Hostess Luisa hin und ergänzte, sie hatte auch eine komische Körperhaltung. Dadurch sei einfach nichts von ihrer Ausstrahlung herübergekommen. Und auch an der schwangeren Anni bemängelte die 29-jährige Eigeninitiative, sie war quasi nicht vorhanden. Daniel scheint das übrigens auch nicht entgangen zu sein. Als es dann an die Entscheidung ging, sei es ihm gar nicht schwer gefallen, ihr keine Rose zu geben.